Klar habe ich sie gefragt. Jahrelang bin ich immer wieder darauf zurückgekommen. Ich wusste, dass es etwas Wichtiges sein musste. Denn als sie zurückkam, hatte sie sich verändert. Inwiefern? Sie war irgendwie abwesend, geheimnistuerisch. Und ich bin mir sicher, dass ich das nicht nur im Nachhinein so sehe. Ein paar Monate später war ich beinahe dahinter gekommen, was los war. Ich war gerade zu Besuch in ihrem Laden, als sie einen Brief mit Poststempel aus Truro erhielt. Ich hatte zufällig den Briefträger vor der Tür getroffen. Da habe ich ihr den Brief mit reingenommen. Sie hat sich bemüht, sich ganz lässig zu geben, aber mittlerweile kannte ich sie ein bisschen besser. Und ich habe genau gespürt, dass sie völlig aus dem Häuschen war wegen des Briefs. Sie konnte es gar nicht erwarten, mich unter irgendeinem Vorwand loszuwerden. Was für ein Brief war das denn? Von wem kam er? Ich muss gestehen, dass sie Neugier mich übermannt hat. Den Brief selbst habe ich nicht gelesen, aber bei einer anderen Gelegenheit, als der Umschlag auf ihrem Schreibtisch lag, habe ich ihn umgedreht, um zu sehen, woher er kam. Ich habe mir den Absender gemerkt und später einen ehemaligen Kollegen in England gebeten, ein paar Nachforschungen für mich anzustellen. Der Absender war ein Ermittler. Du meinst, so etwas wie ein Privatdetektiv? Ben nickte. Sowas gibt's wirklich? Sicher. Aber was kann Nell von einem englischen Detektiv gewollt haben? Ben zuckte die Achseln. Keine Ahnung. Ich nehme an, es gab ein Geheimnis, dem sie auf den Grund gehen wollte. Eine Zeit lang habe ich versucht, mit Hilfe von Anspielungen etwas aus ihr herauszulocken. Aber es war zwecklos. Irgendwann habe ich es dann aufgegeben und mir gesagt, jeder hat das Recht auf ein Geheimnis. Und Nell würde mir schon davon erzählen, wenn sie es für angebracht hielte. Eigentlich hatte ich auch ein schlechtes Gewissen wegen meiner Schnüffelei. Er schüttelte den Kopf. Ich muss zugeben, ich würde es zu gern wissen. Es hat mich einfach so lange beschäftigt und das hier. Er wedelte mit der Besitzurkunde. Das setzt dem Ganzen die Krone auf. Selbst jetzt schafft deine Großmutter es noch, mich völlig zu verblüffen. Cassandra nickte abwesend. Sie war mit den Gedanken woanders, versuchte, Zusammenhänge herzustellen. Dass Ben die ganze Zeit von Rätseln redete, seine Vermutung, dass Nell wahrscheinlich versucht hatte, eins zu lösen, hatte sie ins Grübeln gebracht. All die Geheimnisse, die seit dem Tod ihrer Großmutter aufgetaucht waren, begannen sich zu einem Bild zusammenzufügen. Nels rätselhafte Herkunft, ihre Ankunft als Kind allein in einem Überseehafen, der Koffer, die mysteriöse Reise nach England, dieses geheimnisvolle Haus. Naja, Ben schüttelte den Rest seines Tees in einen Topf mit Nels roten Geranien. Ich muss mich auf die Socken machen. In einer Viertelstunde kommt ein Kunde, der sich eine Anrichte aus Mahagoni ansehen will, und ich wäre froh, diesen alten Landhüter endlich loszuwerden. Soll ich irgendwas für dich erledigen, wenn ich schon mal im Antiquitätenzentrum bin? Cassandra schüttelte den Kopf. Ich fahre am Montag selbst drüber. Das hat alles keine Alikes. Ich habe dir ja neulich schon gesagt, dass es mir nichts ausmacht, mich um deinen Stand zu kümmern, solange es nötig ist. Falls irgendwas an Geld reingekommen ist, bringe ich sie heute Nachmittag vorbei, sobald ich Feierabend mache. Danke, Ben, sagte sie. Danke für alles. Er nickte, stand auf, klappte den Liegestuhl zusammen und stellte ihn zurück an seinen Platz. Die Besitzurkunde schob er unter die Teetasse und wandte sich zum Gehen. An der Hausecke blieb er noch einmal stehen und drehte sich um. Pass gut auf dich auf, hörst du? Damit du nicht fortgepustet wirst, wenn der Wind noch heftiger wird. Er wirkte ehrlich besorgt, und Cassandra fiel es schwer, seinen Blick standzuhalten. In seinen Augen war allzu deutlich zu erkennen, was er dachte. Und sie konnte es kaum ertragen, zu sehen, wie er sich daran erinnerte, wie sie früher einmal gewesen war. Cass, ich pass schon auf mich auf. Sie winkte ihm zum Abschied zu und lauschte dem sich langsam entfernenden Motorgeräusch. Seine Anteilnahme, so lieb sie gemeint sein mochte, schien immer irgendwie einen Vorwurf zu beinhalten. Die Enttäuschung darüber, dass sie unfähig oder nicht willens gewesen war, wieder ganz die Alte zu werden. Ihm schien gar nicht in den Sinn zu kommen, dass es ihre Entscheidung gewesen war, so zu bleiben. Dass das, was er als Reserviertheit und Einsamkeit auffasste, für Cassandra Selbsterhaltung bedeutete. Dass sie sich sicherer fühlte, wenn sie weniger zu verlieren hatte. Sie scharrte mit der Schuhspitze auf den Betonweg und schob die traurigen alten Gedanken beiseite. Dann nahm sie die Besitzurkunde noch einmal in die Hand. Zum ersten Mal fiel ihr der kleine Notizzettel auf, der an die vordere obere Ecke geheftet war. Etwas in Nels zittriger Handschrift stand drauf, fast unleserlich. Cassandra hielt sich den Zettel dichter vor die Augen, dann wieder ein Stück weiter weg und entzifferte ganz langsam die einzelnen Wörter. Für Cassandra, stand da. Sie wird verstehen, warum.